Und zwar die drei Gamer-Verletzungen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr wisst ja, ich habe vor allem in meiner Kindheit und Jugend und jungen Erwachsenenalter extrem viel gezockt. Es ist die letzten Jahre schon weniger geworden, aber ich zocke immer noch. Ja, recht viel, mal mehr, mal weniger. Das ist mittlerweile sind das krasse Phasen. Ihr kennt es bestimmt. Ab einem bestimmten Alter gibt es diese Momente, in denen man das Gefühl hat, Zocken ist Zeitverschwendung. Einfach, weil du mittlerweile andere Aufgaben hast, weniger Zeit, andere Prioritäten und dann irgendwie das Gefühl hast, ey, das ist irgendwie eine das Game hat gerade, das hat einen falschen Stellenwert in deinem Leben. Du musst eigentlich Geld verdienen, du musst den Haushalt machen, du musst dich um deine Frau kümmern, du musst dich um die Kinder kümmern, du musst, was weiß ich was alles, es gibt Job und blablabla. Von dem her nicht mehr so viel Zeit wie früher, aber immer noch leidenschaftlich, vor allem wenn ich wieder ein Game habe, das ich sehr feiere. Ansonsten, ja, von dem her kenne ich natürlich auch die ein oder andere Gamer-Verletzung. Ich weiß nicht, welche drei so typisch sind. Ich gehe mal von aus, diese Sehnscheidenentzündung, ne, das ist doch hier so handmäßig, armmäßig, vor allem so Mausspieler, oder? Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, also allgemein Verspannungen irgendwie im oberen Rückenbereich. Hat mich sehr lange Zeit belastet. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich hatte in meinem Leben sehr oft sehr starke Verspannungen und Schmerzen im Rücken und im Schulterbereich. Ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was da noch so typisch ist. Klar, es gibt so, ja, okay, epileptische Anfälle, klar, aber das ist ja eher für, denke ich mal, Epileptiker, also Leute, die dafür eh anfällig sind. Ich weiß nicht, was so die dritte typische Gamer-Verletzung ist. Vielleicht den Controller gegens Gesicht geworfen bekommen, weil er von der Wand abprallt. Aber sonst weiß ich nicht. Ja, werden wir uns aber geben. Sehnscheidenentzündung hat zum Beispiel noch gar nicht. Wie fühlt sich das denn an? Also hatte ich noch nie. Ich bin viel am PC, aber so mit Hand, Arm noch nie Probleme gehabt. Echt immer Rücken. Bei mir immer Rücken, Nacken. So, ist aber dadurch, dass ich jetzt die letzten Jahre nicht mehr so intensiv zocke wie früher, Gott sei Dank weitaus besser geworden, auch weil ich mehr darauf achte, anständig zu sitzen. Ne? Früher, ich saß so, ungelogen, ich saß ungefähr so beim Zocken. So habe ich gezockt ungefähr, warte. So dieser Film, das ist, so habe ich gezockt. So ungefähr, gefühlt. Mittlerweile habe ich einen anständigen Stuhl, keinen Gamerstuhl mehr, die haben gefühlt immer alles schlimmer gemacht, sondern so einen schicken, ja, schlichten Bürostuhl. Hab den Tisch und die Monitore alles auf einer anständigen Höhe und konnte da jetzt meiner Meinung nach schon eine krasse Verbesserung erreichen. Ich habe hier auch unten so ein, warte mal, ich kann euch das hier zeigen. Ich habe hier auch so eine Ablage für meine Füße, seht ihr das Ding hier? Damit ich wirklich in der richtigen Höhe sitze, ne, und nicht zu tief. Oder meine Beine halt nicht in der Luft schweben, weil ich muss höher sitzen, damit es hier alles ungefähr gerade, damit ich ungefähr gerade sitze. Und da würden meine Beine so in der Luft baumeln. Deswegen habe ich hier so eine Fußablage. Also ich mache jetzt so richtig auf Allmann, versteht ihr? Und jetzt geht's mittlerweile bei mir. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es scheint geholfen zu haben. Alles für die Gesundheit, genau, G oder Allmann, ja. Aber irgendwann muss man halt dran denken. Als Kind ist einem das alles noch scheißegal, aber mittlerweile, nee, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Hatte vor 2-3 Monaten einen eingeklemmten Nerv in der Schulter. Das war scheiße und ich bin Schmerzen gewohnt. Also ich weiß nicht, ob das ist bei mir immer schwer zu sagen, ob es dann eingeklemmter Nerv war oder so. Ich kenne aber zumindest auch extrem krasse Verspannungen. Also so, dass du deinen Kopf, dass du wie so ein Gelähmter quasi deinen Kopf nur noch so halten kannst. Und sobald du ihn so bewegst, zieht das mies rein. Und das hatte ich schon öfter. Okay, lass uns mal reingehen und schauen, was er uns zu erzählen hat, Alter. Wir gehen rein. Wir echten Gamer ruinieren unseren Körper. Aber das ist vollkommen okay, denn wir haben ja auch richtig Spaß dabei. Oder so. Aber das war ich nie. Ich war nie jemand, der so krass am Ragen war. Okay, Chat an die Leute, die hier schon seit Jahren vorbeigucken. Okay, ich gebe zu, wir hatten schon den ein oder anderen Raster. Aber ich bin echt human. Müsst ihr zugeben, ich bin human. Ich war nie so einer. Ich hatte einen Kumpel in meiner Oberschule, Digga, der immer seinen Controller gegen die Wand geschmissen hat, wenn ich ihn im... Damals haben alle noch PES gespielt in unserer Gegend, nicht unbedingt FIFA, wenn ich den besiegt habe. Immer hat er seinen Controller gegen die Wand geschmissen und ich habe immer Angst gehabt, gedacht, der läuft gleich amok. Ist immer sehr entspannt. Also so, ich habe, glaube ich, noch nie was kaputt gemacht. Du spielst zum Glück keine Multiplayer. Das stimmt nicht ganz. Ich habe früher extrem viel WoW gespielt. Ich habe extrem viel Counter-Strike gespielt zu Source-Zeiten. Counter-Strike Source zum Beispiel. Lass mich überlegen, was waren noch so Games? Hearthstone, klar, TFT, haben vielleicht nicht so ein krasses Rage-Potenzial. Mag vielleicht schon daran liegen, ja, vielleicht. Aber nie, habe ich nie so krasse Erfahrungen mitgemacht. Und ich kenne halt Leute, die selbst bei so Standard-lokalen Multiplayer-Spielen ausrasten. Wie gesagt, wie mein alter Kumpel, der damals bei Pro Evolution Soccer immer wieder den Controller gegen die Wand geballert hat. Ich verstehe es auch nicht, Koka. Da, in der Hinsicht habe ich mich immer im Griff. Klar, raste ich mal aus. Klar, bin ich mal sauer. Aber, Bro, ich würde nie auf die Idee kommen, einen geliebten Controller gegen die Wand zu schmeißen. Der hat voll viel Geld gekostet. Niemals? So, wir gehen rein.
Aber wenn dann erstmal Zocken vor Schmerzen nicht mehr möglich ist, lacht man plötzlich nur noch halb so laut. Jetzt gibt's die richtig besorgten Mediziner oder Physiotherapeuten, die meinen, mach einfach diese 10 Minuten Dehn- und Stärkungsroutine alle vollen Stunden, wenn du zockst. Ey, das ist so geil. Kennt ihr diesen Moment, in dem ihr irgendwie Nackenprobleme habt, Rückenprobleme habt, was weiß ich, und auf einmal googelt ihr so eine komischen Tippvideos und dann macht ihr das. Aber ihr macht's nur, solange ihr Schmerzen habt. Sobald es euch wieder besser geht, guckt ihr euch das nie wieder an, ihr macht nie wieder irgend so eine Übung. Doch, ihr macht sie. Ein Jahr später, wenn der Rücken wieder wehtut. Dumm! Und denken, das Problem ist damit gelöst. Jedem tatsächlichen Gamer ist halt bewusst, dass das absoluter Bullcrap ist. Nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil es niemand jemals machen wird. Naja, also höchstens, wie gesagt, höchstens dann, wenn du gerade betroffen bist. Aber so geht's mir immer bei allem. Ich habe irgendwie eine schlechte Phase. Ich habe das Gefühl, so eine Depression kündigt sich wieder an, ne? Alles ist kacke, alles sehe ich durch den Grauschleier. Egal was ist, alles pessimistisch, dann bin ich wieder am Googeln. Größter Fehler, aber ich mach's trotzdem. Ich google wieder. Und dann versuche ich alles. Auf einmal esse ich Äpfel, auf einmal esse ich Gemüse, Obst, auf einmal gehe ich mehr raus, auf einmal bewege ich mich, verstehst du? Versuche mein ganzes Leben zu ändern, in so vielen Facetten, dass es gar nicht möglich ist, es dauerhaft umzusetzen. Und dann geht es mir irgendwann wieder gut, was gar nicht unbedingt daran liegen muss, sondern weil einfach vielleicht eine neue Phase im Leben beginnt und alles ist wieder vergessen, bis ein Jahr später wieder so eine Phase beginnt und dann fangen die Äpfel wieder an. Das ist ungefähr genauso realistisch, wie tatsächlich alle 6 Monate zur Zahnhygiene beim Zahnarzt zu gehen. Funktioniert zwar theoretisch, aber theoretisch funktioniert eben auch Kommunismus. Es ist mir ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber ich bin da wirklich auch nicht so hinterher, wie man hinterher sein sollte. Und das ist so eine Sache, die mich an mir selbst ärgert, weil Zähne so wichtig sind. Und Zahnpflege, ne? Aber das sind dann diese Sachen, die einem irgendwann um die Ohren fliegen und man bereut's. Und man weiß es vorher schon. Ich stelle mich vorher schon drauf ein, wie ich als 60-Jähriger mit einem Gebissrummel auf mir bedenke, warum hast du nichts geändert, aber ich ändere es trotzdem nicht so richtig. Wenn es dann wehtut, ja, dann bin ich da. Wenn dann die Schmerzen da, ja. Aber dann ist es zu spät, Bruder. Also gehen wir es doch einfach mal realistisch an. Die angeblich häufigste Krankheit zuerst. Quasi das inoffizielle Willkommensritual zum wahren Gamer. Das Karpaltunnelsyndrom. Ja, kenne ich natürlich. Also oft gelesen drüber, oft was gehört. Betrifft, soweit ich weiß, PC-Spieler, oder? Ist so eine typische Maushandkrankheit, soweit ich weiß. Weil ich weiß nämlich auch, dass viele Menschen, die dieses Problem haben, auf Controller switchen. Einfach aufgrund von, um dem entgegenzuwirken oder damit es halt nicht wieder ausbricht oder diese Schmerzen nicht da. Ich glaube, dass ich damit noch nie wirklich zu tun hatte. Also klar, ich hatte auch mal irgendwie ein Ziehen oder so, wenn ich wirklich extrem viel am PC saß, aber so ein richtiges Karpaltunnelsyndrom, nee, wüsste ich, glaube ich. Aber wir schauen mal. Auch wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen lustig reden, so ein Karpaltunnelsyndrom hat schon die ein oder andere E-Sports-Karriere zerstört. Und auch wenn wir uns das als Nicht-Pro-Gamer jetzt erstmal nicht zu hart zu Herzen nehmen, wenn man nicht aufpasst, dann geht der Shit wirklich kaum noch weg und kommt auch viel zu leicht immer wieder. Der Karpaltunnel ist eigentlich nichts weiter als ein kleiner Engpass im Hand. Ach, ist es hier direkt? Ist es direkt hier? Ich dachte, das wäre mehr so armmäßig. Ist es hier? Weil wenn ja, hatte ich safe schon mal Schmerzen. So am Handgelenk hier. Hier, dieser Bereich oder was? Da safe. Da kenne ich schon Safe-Schmerzen im Bereich, wenn ich viel am PC saß. Also das war aber gar nicht unbedingt auf Gaming bezogen, sondern eher zu der Musikzeit. Also Musikvideoproduktion, Mischen und so, ne? Weil da sitzt du dann, oder was heißt Mann, aber ich sitze dann hier teilweise 16 Stunden, um halt mein Video zu cutten, um zu mischen, um Texte zu schreiben, um zu googeln, um Effekte, bliblablub, alles mögliche, was dazugehört. Und da hatte ich schon Probleme mit. Es ist aber nie so ein langfristiges Problem gewesen, wie jetzt die Rücken- oder Schulterprobleme, die ich in meinem Leben hatte. Aber damit habe ich auch schon Erfahrung gemacht. Handgelenk, wo ein paar Sehnen und der Mittelnerv durchlaufen. Das Karpaltunnelsyndrom bedeutet, dass die Sehnen anschwellen und der Mittelnerv eingeklemmt wird. Passiert dann, wenn die Sehnen zu lange einseitig belastet werden, was in langen Gaming-Sessions ja leicht mal passiert. Und ab dann wird's unangenehm. Die Finger schlafen ein, die Kraft geht verloren, der Nerv ist halt blockiert. Sollte irgendwer wirklich zum Karpaltunnelsyndrom neigen, dann gibt's entweder die Lösung jeden Tag an 50 Minuten. Ey, ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich maximal komisch, aber warum finde ich das eklig, was der da mit seinen Händen macht? Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr jemanden zum Beispiel so eine Tafel kratzen seht, aber ihr hört das Geräusch nicht dazu, aber es ist trotzdem eklig, weil ihr wisst, wie es klingen würde. Und dieses, was er da mit seinen Fingern macht und wie er die so, irgendwas zieht sich da an mir zusammen. Vielleicht bin ich aber auch fucking weird einfach. Wer wirklich zum Karpaltunnelsyndrom neigen, dann gibt's entweder die Lösung, jeden Tag ein 50 Minuten Gamer Workout zu machen oder ein paar simple Sachen zu beachten, wenn ihr merkt, dass irgendwas sich komisch anfühlt.
Ganz simpel. Handgelenk nicht. Also 50 Minuten ist schon heftig. Also ne, so ein 50-Minuten-Workout irgendwie von jetzt auf gleich mal einfach in den Alltag. Ich meine, es gibt Menschen, die kriegen das ja anscheinend hin. Irgendwie, ihr kennt diese ganzen Influencer-Mamas, Alter. Die haben irgendwie 7 wunderschöne Kinder, haben nebenbei eine Model-Karriere, nebenbei adoptieren sie noch 3 arme Kinder aus Afrika, nebenbei bauen sie sich noch ein Haus, machen 2 Stunden Sport am Tag und kochen selbst. Es gibt diese Wundermenschen anscheinend. Ich bin keiner davon. Ich bin froh, wenn ich schaffe, einkaufen zu gehen, für euch zu streamen und nebenbei mit meiner Kleinen zu spielen. Dann bin ich fertig. Nicht durchbiegen, Handgelenk gerade. Unterarme liegen am Tisch. Bitte, bitte benutzt kein Handgelenkskissen, wenn ihr zu einem Karpaltunnelsyndrom neigt. Mit Controller nicht die Handgelenke am Tisch abstützen. Oh, warte mal, jetzt muss ich testen. Mach ich nicht. Also Controller, habe ich meine Arme hier. Ich stütze nicht am Tisch ab. Und meine Handflächen liegen komplett gerade am Tisch auf. Ich bin krass. Guck mal, wie krass ich alles eingestellt habe. Das war nochmal die Bestätigung. Achtet drauf, Leute. Das ist kein Spaß. So eine Krankheit will man nicht haben, ne? Wir vermeiden damit jeden künstlichen Druck auf den Karpaltunnel und das Einengen durch falsche Handgelenkshaltung. Mhm. Das müsst ihr übrigens auch alles nur beachten, wenn ihr schon irgendwelche Symptome in die Richtung habt. Karpaltunnelsyndrom kommt nicht über Nacht. Das ja gut, aber ich denke mal, damit kannst du sicher auch vorbeugen. Bringt ja auch nichts, wenn du wartest. Ach, ich sitze mal so scheiße da, wie es geht. Jetzt ist spät, jetzt muss ich drauf achten. Ich denke, es ist wahrscheinlich immer gar keine schlechte Idee, ne? Ergonomisch das alles halbwegs anständig einzurichten. Und darum habe ich mich halt auch erst jetzt so in den letzten 1-2 Jahren gekümmert, als ich halt hier mein kleines neues Studio eingerichtet habe. Weil früher war es mir egal, aber irgendwann wirst du da ein bisschen verantwortungsbewusster. Es kommt relativ langsam und jetzt kennt ihr die Symptome und wisst, was ihr dann direkt beachtet. Einfacher geht's wohl nicht. 15 Minuten Dehnroutinen zum Vorbeugen sind zwar schön und gut, aber ja, unser Ansatz ist wohl eher realitätsnah. Aber das Wichtigste, wenn ihr einfach nur Schmerzen hattet und allen erzählt habt, dass ihr ein Karpaltunnelsyndrom habt, dann habt ihr euch ziemlich sicher fehldiagnostiziert. Ah, okay, siehst du? Schmerzen kenne ich nämlich. Ob es ein Karpaltunnelsyndrom war, weiß ich natürlich nicht. Denn so ein Karpaltunnelsyndrom zeichnet sich in erster Linie wirklich von dem Taubheitsgefühl und Kraftverlust aus. Klar können auch Schmerzen hinzukommen, aber wenn ihr einfach nur Schmerzen hattet, dann war es definitiv was anderes. Die wahrscheinlich tatsächlich häufigste Gamer-Krankheit, wenn nicht alle glauben würden, dass sie das Karpaltunnelsyndrom hätten, wenn das Handgelenk nur Aua-Bubu macht beim Spielen. Aua-Bubu. Die stinknormale Sehnenscheidenentzündung. Ah, ja okay, das kenne ich dann eher. Genau. Das ist mir bekannt. Einfach Schmerzen. Jetzt so mit Taubheit und Kraftverlust. Okay, Kraftverlust ist schwer einzuschätzen. Keine Ahnung, wie viel Kraft ich in der Hand habe. Aber okay, das kennen die meisten, denke ich auch. Ne? Das werdet ihr, denke ich, das wird jeder kennen, der sich halbwegs viel am PC aufhält. Ja, genau, das ist dann auch so ein Ding, das hatte ich dann die Wochen lang oder sowas. Aber ja, das kennt man, würde ich sagen. So dieses Karpaltunnelsyndrom scheint dann nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer zu sein anscheinend. Klingt es ein bisschen langweiliger und als ob man sich vielleicht nicht genug Mühe gegeben hätte, um ein Karpaltunnel... Oh, das sieht aber auch... Oh, das sieht ja schon völlig falsch aus hier. Also, da zieht sich alles in mir zusammen. Karpaltunnelsyndrom zu bekommen, aber das stimmt gar nicht. Im Prinzip entsteht das beim Gamen genau durch die gleichen Bewegungsmuster. Zu lange dasselbe. Sehnen überlastet. Was dann daraus entsteht, ist sehr viel Veranlagung und naja, auch bisschen Zufall. Ja, aber ich denke, das ist beim Rücken und Schulter das Gleiche. Es ist halt immer diese einseitige Belastung. Ich habe mal gelesen, ey, dieses typische gerade Dasitzen ist gar nicht so das Optimale. Am optimalsten ist es, sich immer mal wieder anders hinzusetzen. Auch Positionen, die ungemütlich oder ungesund erscheinen. Einfach mal so, mal so, mal so, mal so. Ne, immer mal wieder andere Bereiche im Körper so ein bisschen beanspruchen. Weil dieses einfach nur gerade da sitzen ist auch nicht gut. Ja, da bin ich gut dabei. Sehr gut. Optimal, ohne Stütze und bewegen. Ja, also einfach ein bisschen Bewegung ist da, glaube ich, wichtig. Ne? Zumindest in unseren Augen als Nichtärzte mit viel Halbwissen. Die Sehnenscheidenentzündung tut einfach nur weh. Und naja, da muss man dann eben Pause machen, bis es nicht mehr weh tut. Wenn es dann öfter passiert, muss man hinterfragen, warum es öfter passiert und dann ist es an der Zeit, etwas zu verändern. Ja, das ist halt zu krass. Diese ganzen Bürojobs zum Beispiel, von denen es ja heute wirklich eine Menge gibt. Ne? Also viele, viele Menschen, keine Ahnung, was da so die Zahl ist, aber es sind ja extrem viele Menschen, die wirklich eigentlich kaum noch Bewegung haben, die den ganzen Tag sitzen am Schreibtisch, am PC, an der Kasse, was weiß ich. Und ich weiß gar nicht genau, wie das ist. Wie sieht denn das da so arbeitsrechtlich aus? Also gibt es da so eine Art Verpflichtung vom Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern, dass sie quasi in irgendeiner Art
Ausgleich bezahlt bekommen zum Beispiel, also sowas wie sportlicher Ausgleich oder so, um diesen Krankheiten entgegenzuwirken, weil ich meine, es gibt wirklich viele Menschen, die sitzen 9 Stunden am Tag oder so permanent am Computer. So, bei mir, ich sitze auch sehr viel am PC, aber erstens bin ich selbstständig, das heißt, ich kann mir das irgendwie immer ein bisschen selbst einteilen. Hab da keinen, der mich hinzwingt und kann dadurch immer so ein bisschen gucken, wie ich es mache. Ja, es bleibt bei erstens, es gibt keinen zweitens. 9 Stunden am PC ist doch normal. Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob du 9 Stunden zum Beispiel einfach was zockst oder mal ein bisschen YouTube-Videos guckst, weißt du, oder ob du halt die ganze Zeit angestrengt in einer Position sitzt, in der du abliefern musst. So, das ist also Freizeit, Arbeit, kommt natürlich auch immer wieder drauf an, aber da gibt es ja schon einen Unterschied, ne? Nein, aber habt die Erfahrung gemacht, dass man zumindest Massagen bekommt. Okay. Inwiefern das hilfreich ist, weiß ich nicht genau. Also ob das ausreicht, weil ich denke, Bewegung kann es wahrscheinlich nicht ersetzen, aber das ist dann wahrscheinlich Eigenverantwortung, ne? Ich liefere nie ab, auch nicht auf der Arbeit. Okay. Ja, höhenverstellbarer Schreibtisch ist auch eine geile Sache. Hätte ich auch gerne. Ich habe es ein bisschen bereut, dass ich mir hier so einen Standardtisch gekauft habe. Weil ich glaube, es wäre schon ganz geil, einfach immer mal wieder so, ne, mal eine Stunde sitzen, mal 20 Minuten stehen oder so, oder eine halbe Stunde oder 10 Minuten. Einfach so ein bisschen, das ist, glaube ich, schon eine gute Investition. Aber in dem Moment, zu dem Zeitpunkt, war der Geldbeutel auch nicht so locker. Da saß der Taler nicht so locker, sodass das leider nicht drin war. Aber hätte ich schon ganz gerne. Davor, jeden Tag 15 Minuten Gamer-Warm-up zu machen als Präventionsmaßnahme, ja, könnt ihr schon, aber niemand hat Bock drauf. Déjà-vu, hatte ich das schon erwähnt? Sollte irgendetwas im Bereich des Handgelenks unangenehm werden, dann gelten genau dieselben Punkte wie auch oben beim Karpaltunnel-Syndrom. Handgelenk gerade beim Zocken und keine unnötige Druckbelastung mit Handgelenkskissen oder Tischkante. Okay, aber so ein Handgelenkskissen hatte ich auch nie. Ich weiß nicht, ob ihr sowas benutzt. Also ich habe hier auch die Armlehnen und recht gerade, ihr könnt sehen, recht gerade ist mein Arm dann hier drauf. Also so sitze ich. Inwiefern das jetzt zu 100% richtig ist, weiß ich nicht. Aber so rein jetzt von meinen körperlichen Symptomen her, scheint es sich verbessert zu haben im Gegensatz zu früher. Also ich hatte früher auch oft die Situation, dass zum Beispiel die Armlehnen ein bisschen zu tief waren oder zu hoch und dann saß ich so geknickt da. Also musste ich meine Arme so nach unten drücken oder nach oben. Das ist jetzt weitaus angenehmer. Also ich muss sagen, dieses Kissen hier unten an meinen Füßchen war eine geile Investition, weil ja, dadurch war ich erst in der Lage dazu, das überhaupt richtig einzustellen. Hat das früher öfter, seitdem ich wirklich den kompletten Unterarm auf dem Schreibtisch habe, eigentlich gar nicht mehr. Ja, also bei mir hat das auch viel verändert. Hatte früher so eins am Familien-PC. Also jetzt meinst du für die Füße jetzt oder für die Hand? Beim Schweißen kann das schon schwierig werden, weil man auf derselben Stelle mit der Hand so ruhig wie es geht versuchen muss zu schweißen, was schon Karpaltunnel-Syndrom fördert. Ja, kann ich mir vorstellen. Du musst natürlich ja sehr detailliert arbeiten und bist dann wahrscheinlich die ganze Zeit angespannter, ne? Für die Hand, okay. Ja, habe ich nie benutzt. Deine Armlehne ist eben mit der Tischplatte, also optimal. Bah, Junge, ich bin so gut. Danke, Google. Wir wandern jetzt mal weiter rauf. Eigentlich steht online viel von Schmerzen am Ellenbogen durch einen Tennisarm, aber wir verlassen uns jetzt eher mal aufs Bauchgefühl und sagen, so oft kommt das bei Gamern wohl nicht vor, weil wir gerade das erste Mal davon gehört haben. Korrigiert uns gerne in den Kommentaren, falls das so gar nicht stimmt, aber irgendwie kommt uns das doch seltsam vor. Ein Problem, das irgendwie mehr relate... Ja, also Ellbogenschmerzen... Weißt ihr, wie sieht es bei euch aus, Chat? Sagt mal gerne eure Erfahrung damit. Kenne ich jetzt nicht, also zumindest nicht so, dass es mir im Kopf geblieben wäre. Man hat immer irgendwo mal Schmerzen, so im Laufe des Lebens, aber nö. Also okay, ist mir jetzt auch nicht so bekannt, dass ich durchs Zocken oder PC irgendwie Ellbogen. Aber das liegt wahrscheinlich immer daran, was für eine Position nimmt man ein. Ne? Wenn du jetzt vielleicht viel irgendwie den Ellbogen beanspruchst, weil du irgendwie so gewohnt bist, so komisch zu sitzen, dann vielleicht. Aber war auch nie bei mir Thema. Okay, ja, kennt ihr auch nicht. Dann liegen sie ja richtig. Etablist, Schulterschmerzen. Oh, aber wie? Ich hasse das, Bruder. Schulterschmerzen, unangenehm as fuck. Und das Problem ist, nichts hilft in dem Moment. Nichts hilft. Klar, guck mal, ich lasse mich dann massieren. Ne? Knetet sich da einen ab. Und es fühlt sich irgendwie auch gut an, dass sie mich massiert, aber das hilft nicht. Du musst es ist einfach nur ein Leiden. Du wartest, bis der Scheiß vorbei ist, sind wir ehrlich. Du kannst nichts dagegen machen. Wie viele Videos habe ich mir reingezogen? Wie viele Übungen habe ich gemacht? Wie oft saß ich hier und habe mich gefühlt wie ein Krüppel? Nichts hilft. Wenn du einmal Rücken oder Schulter, du musst warten und leiden, bis es vorbei ist. Heißt sogar offiziell Mausschulter. Etwas, was die meisten E-Sport- oder Gaming-Artikel zu dem Thema kaum oder gar nicht erwähnen, aber das viele Gamer wohl gut kennen und vielleicht nie mit Gaming in Verbindung gebracht haben. Aber tatsächlich kann es leicht mal vorkommen, dass bei der Hand, die die Maus bedient, die Schulter etwas zu weit nach oben, vorne oder beides gezogen wird.
Und das führt wiederum dazu, dass die Muskeln zwischen unserem Schulterblatt und der Wirbelsäule dauerhaft gedehnt werden. Irgendwann sitzt dann dein Schulterblatt nicht mehr richtig, sondern kippt gewissermaßen nach außen. Ja, das habe ich leider. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber mir ist es schon vor ein paar Jahren aufgefallen. Wenn ich jetzt oberkörperfrei vom Spiegel stehe, ist eine Schulter höher als die andere bei mir. Also so, als wäre meine Schulter schräg so ein bisschen. Ist das, wovon er redet? Er meint jetzt so nach außen. So, das Gefühl habe ich gar nicht. Aber ich habe so wie so einen Schulterschiefstand entwickelt. Weil das hatte ich früher nicht. Das ist sehr, sehr weird. Ich weiß nicht, ob es am PC liegt, aber nee, ich habe das nie untersuchen lassen, weil ich längerfristig jetzt keine Probleme dadurch hatte. Also ich hatte, wie gesagt, öfter mal Schulterprobleme und Rückenschmerzen. Aber jetzt vor allem die letzten 1-2 Jahre, seit ich halt die Position hier geändert habe, nicht mehr wirklich. Also müsste ich mal abchecken lassen vielleicht. Ich schaue mich gerade überkörperfrei im Spiegel an. Nö, bei mir nicht. Ich muss mal später checken. Vielleicht entwickelt sich das ja wieder zurück durch diese bessere Position jetzt. Wer weiß. Ja, vielleicht an der Sitzhaltung. Kann sein. Wolken sind, naja, wer hätte es auch kommen sehen, Schmerzen in der Schulter. Aber nicht nur unbedingt dort hinten beim Schulterblatt. Wenn das Schulterblatt nämlich nicht richtig liegt, dann verschiebt sich auch das Kugelgelenk, mit dem wir unseren Arm bewegen. Und wenn das verschoben ist, funktioniert die Schulter nicht so easy. Egal, wo also die Schmerzen in der Schulter liegen, das könnte die Ursache dafür sein. Also ich kenne Schmerzen vor allem hier im Schulter, also Schulter-Nackenbereich und vor allem hier, also am Schulterblatt hier unten. Da hatte ich sehr oft Schmerzen, also so in diesem Bereich. Hier unten Schulterblatt und Nacken. Dagegen kann man entweder von vorne weg... Ach du Heilige, Bro, mach dieses Bild weg. Ah, das ist nicht gut, Bruder. Das ist nicht gut. Das bin ich. True, Alter. 100% Real Talk, Bruder. Weg nicht wie ein Spaß sitzen oder für wen das keine Option ist, Ausgleichsübungen machen. Aber die sage ich euch jetzt nicht. Da geht bitte wirklich zum Physio, wenn eure Schulterblätter schon verschieden weit von der Wirbelsäule entfernt sind. Von den Schultern jetzt zum größten Spot für Verletzungen, dem Rücken. Und der Rücken hat schnell mal ein Problem mit etwas, was kein Gamer wirklich verhindern kann. Er hasst Sitzen. Aber Herr, kein Doktor, wenn ich richtig sitze, dann ist das doch alles kein Problem. Falsch. Es ist weniger Problem. Aber Sitzen ist für den menschlichen Körper in dem Ausmaß, in dem wir es heutzutage machen, ja. Absolut unnatürlich. Es ist halt komplett ne, die falsche Belastung einfach. Ne? Wir Menschen sind einfach nicht dafür gemacht, unser gefühlt ganzes Leben lang zu sitzen. Und vor allem heute in der Zeit ne, der Handy- oder Smartphone-Generation, in der man ja wirklich eigentlich permanent sitzt. Ich merke das bei mir. Also, wie ich irgendwie zu Hause 4 Stunden sitze, dann denke ich mir, okay, ich muss jetzt meine Kleine abholen, also mache ich mich auf den Weg zum Bus, dann ist da ein Stuhl, ich denke mir, okay, ich sitze lieber als zu stehen. Dann sitze ich im Bus, dann laufe ich zur Kleinen, dann sitze ich wieder an der Haltestelle, sitze. Also manchmal entscheide ich mich bewusst dafür zu stehen, weil ich schon das Gefühl habe, Bro, du stehst ja gar nicht mehr. Und als Gamer sitzen wir wirklich, wirklich, wirklich viel. Jedes Mal, wenn wir sitzen, wartet unser Körper in Wirklichkeit nur drauf, dass wir ihn wieder bewegen. WASD reicht da leider nicht aus. Aber Good News, es hilft schon extrem, wenn ihr einfach so häufig wie möglich die Sitzposition wechselt. Kompletter Stillstand ist wie Gift für unseren Körper. Ja, voll, diese kleinen voll. Änderungen und Bewegungen sind schon Gold wert. Ihr müsst keine 10 Minuten Trainingsroutine vor eurem Schreibtisch machen. Aber um ehrlich zu sein, ihr solltet schon ein paar Mal die Woche irgendeine Trainingsroutine machen. Ja, Sport ist halt extrem wichtig. Einfach, weil wir uns halt auch in unserem Alltag viel zu wenig bewegen mittlerweile. Aber ich hatte Phasen, ne? War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich bin gar nicht mehr sicher. Da hatten Aga und ich doch so eine Diät durchgezogen. Oder was heißt Diät? Das klingt so hart. Immer mehr auf Kalorien geachtet. Waren viel laufen. Haben zu Hause Workouts gemacht und so. Und ich schaffte es dann auch immer irgendwie so 2,5 Monate irgendwie durchzuziehen und dann falle ich wieder in alte Muster. Also mir fällt es extrem schwer, das auf Dauer in meinen Alltag zu integrieren. Aber ich glaube, so geht es vielen wahrscheinlich. Ne? Vielleicht nicht vor eurem Schreibtisch, sondern eher im Fitnessstudio oder wo auch immer. Aber Sport ist gerade als Gamer einfach unverzichtbar. Klingt jetzt wie ein Kompromiss, wofür ihr wertvolle Zockzeit opfert, aber seht das mal so. Mit Sport geht euer Körper nicht so schnell ein und ihr habt langfristig mehr Zeit zu zocken. Während die Gamer, die keinen Sport gemacht haben, dann 5 Minuten vor der ausgemachten Session absagen, weil sie irgendwie so Schmerzen haben. Komisch, aber wir wissen warum. Zumindest jetzt. Okay, bye! Ja, das wird halt vor allem dann im Alter interessant. Mit 15, 16, das juckt nicht. Aber jetzt so mit 33, ich kann euch nur sagen, für die Leute, die noch ein paar Jahre jünger sind, das fängt, irgendwann fängt's an. Ne? Also ich merke es bei mir, mein Körper ist auf jeden Fall nicht mehr der gleiche wie vor 10 Jahren. So ab 30, geht's gefühlt steil bergab. Und ich hatte heute erst die Situation, ich habe mit meiner Kleinen Wettrennen gemacht, vom S-Bahnhof zur Wohnung.
das ist vielleicht so ein Laufweg von 5 Minuten, also gerannt vielleicht, was weiß ich, 2 Minuten oder so mit Ampeln dazwischen und ich war fix und fertig. Ich war fix und ich habe das Gefühl gehabt, ich sterbe, meine Lunge hat wehgetan. Ich habe gedacht, Bro, was ist los? Kann doch nicht sein. Und meine Kleine, für die war das gar nichts, die ist 9 und da fällt dir erstmal auf, wie eingerostet du bist. Also Sport auf jeden Fall eine Sache, an der ich leider noch viel arbeiten muss, damit ich in der Hinsicht ein bisschen verantwortungsbewusster mit meinem Körper umgehe. Ich baller euch das Video rein, Leute. Informativ, ich feiere diesen Kanal einfach endlos, Mann. Ich finde, die betrachten Gaming aus so vielen verschiedenen Perspektiven, machen zu so vielen interessanten Themen Videos. Sehr feierbar, nach wie vor der Kanal, also gönnt euch den gerne. Dachte, da kommt erst ein Gaming-Chair-Placement im Video, oder was? Ich glaube, Placements hatten die aktuell noch gar nicht, ne? Also Kollege schwört auf Stehen am PC mit Laufband für 10.000 Schritte und das hilft schon sehr viel. Deswegen werde ich das auch safe machen. Ja, dafür bräuchte ich halt so einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Habe ich leider nicht. Aber müsste ich mir eigentlich besorgen, weil ich das auch sehr nice finde. Meine Mutter hat so einen Schreibtisch zum Beispiel. Hat sie sich irgendwie vor einem Jahr gekauft. Und das ist schon sehr nice, weil du kannst halt jederzeit irgendwie einfach mal für ein paar Minuten so ein bisschen, ja, ne, so ein bisschen deine Position ändern, ein bisschen stehen, deinem Körper so ein bisschen Entlastung geben in der Wirbelsäule. Und ich halte das auch für sinnvoll. Aber das sehe ich jetzt aktuell nicht bei mir, weil ich habe mir einfach alles jetzt schon eingerichtet, gekauft. Der Tisch ist vielleicht 1,5 Jahre alt. Das würde mir jetzt zu doll wehtun. Aber auf Dauer gesehen sehe ich mich da auch eher mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, auf jeden Fall.